haben wir bald wirklich, wie eben gesehen, eine Lebensmittelkrise, so wie es sie seit Jahrzehnten in Europa so nicht mehr dagewesen ist? Wir stehen derzeit vor teilweise leeren Regalen. Bestimmte Produkte sind nur noch ab und zu haben. Die Ukraine und Russland sind ja große Exporteure von Getreide und Düngemitteln. Und je länger dieser Konflikt anhält, umso gravierender sind die Folgen. Aber warum? Ja, weil wir uns seit Jahrzehnten auf eine Art der Landwirtschaft verlassen haben, die auf hohen Energieverbrauch und eben Düngemittel gesetzt hat. Zudem verlassen wir uns auf den reibungslos fließenden Export von Nahrungsmitteln, anstatt auf die Selbstversorgung des eigenen Landes und der Regionen zu setzen. Ist diese Krise nun also unvermeidlich? Vorerst denke ich, wenn es nicht schnell zu Einigungen kommt, dann auf jeden Fall ja. Aber warum wäre ein Crash vielleicht gar nicht schlecht, um endlich aus diesem Albtraum der falschen Landwirtschaft aufzuwachen? Und das möchte ich mit euch in diesem Video gerne mal besprechen. In diesem ersten Teil des Videos, ich werde dann noch mindestens einen weiteren machen, möchte ich euch erklären, wie wir eigentlich in diesen Schlamassel mit der chemischen, auf Kunstdünger und Pestizid basierender Landwirtschaft gekommen sind. Warum wir systematisch unseren lebendigen Boden den Krieg erklärt haben. Wie wir damit auch gleichzeitig unserer Gesundheit den Krieg erklärt haben und dass es längst 12:01 ist, um endlich Schluss zu machen mit dieser falschen Art der Lebensmittelherstellung. Wichtig ist jetzt, hört euch das Video wirklich mal bis zum Schluss an, um die Zusammenhänge wirklich auch komplett zu verstehen, um dann die richtigen Schlüsse für euch herauszuziehen, um es ab heute wieder besser machen zu können. Denn eins ist klar, es geht ja nicht nur um den Anbau der Landwirtschaft, sondern man kann ja auch im kleineren Stil zu Hause, im richtigen Stil gärtnern. Eines der wichtigsten Dinge, die wir auf der Erde haben, ist ja neben der Luft zum Atmen, dem Wasser zum Trinken, der fruchtbare Boden. Ohne fruchtbaren Boden keine Pflanzen, ohne Pflanzen kein Leben von Tier und Mensch. Und ja, seit Jahrzehnten zerstören wir diesen fruchtbaren, lebendigen Boden und töten ihn quasi ab. Ja, ihr habt ganz richtig gehört, der Boden lebt, ist voll mit Leben. Aber viele Böden sind es jetzt eben nach jahrzehntelang falscher Bearbeitung nicht mehr. Sind nur noch das, wie ihn viele ansehen. Ja, einfach materieller Dreck. Aber wie begann diese Tragödie, dass wir unseren Boden weltweit den Kampf angesagt haben und ihn, ja, man muss es so drastisch sagen, getötet haben? Da gibt es natürlich mehrere Schlüsselmomente. Man kann nicht sagen, nur dies oder nur das war daran schuld. Nein, da griffen viele Dinge ineinander, aber die wichtigsten, die dann ja die gravierendsten Auswirkungen auf einen Schlag hatten, die möchte ich euch jetzt präsentieren. Punkt 1 wäre, Pflanzen brauchen ausschließlich Salzionen, sprich Mineralien, als Nahrung. Justus von Liebig, der lebte von 1803 bis 1873, war dieser Wegbereiter der heutigen Landwirtschaftspraxis. Sein Hauptinteresse galt der Erforschung der Chemie. Durch seine Theorie ging ein uraltes, über Jahrtausende weitergegebenes Wissen über Mutter Erde, dem lebendigen Boden, verloren. Liebig selbst beteuerte zwar, dass das Leben im Boden auch stets bewahrt bleiben müsse, aber seine Nachfolger hatten daran kein Interesse mehr. Und so trat der Bauer langsam und schleichend sein Wissen und Können an die Chemiekonzerne ab. Zweiter Punkt, der Erste und Zweite Weltkrieg. Natürlich kann man sich denken, dass die Bauern nicht alle Juhu geschrien haben, als man
alle uralten Praktiken, die sich über Jahrtausende bewährt haben, ändern sollten. Da kamen die zwei großen, absolut zerstörerischen Kriege. Der Erste Weltkrieg brachte wirklich vielen Bauern den Tod. Und der Zweite Weltkrieg, ja, der vollendete dann das Ganze. Man hatte in diesen Jahrzehnten eine riesige Industrie für Waffen, zum Beispiel Panzer, geschaffen und Chemiewaffen wie Senfgas, aus dem dann die Pestizide nämlich hervorgingen, sowie Ammoniak für den Bombenbau, aus dem dann der Kunstdünger hervorging. Hört sich lecker an, ne? Was wir so seit Jahrzehnten zu uns nehmen, oder? Man hatte also nach dem Krieg eine Riesenindustrie, die Panzer und Kampfstoffe herstellte, aber kein Feind mehr, um es jetzt anzuwenden. Da kam nach dem Krieg der Marshallplan der USA und die Grüne Revolution. Ja, merkt euch diesen Namen, Grüne Revolution. Das klingt so ein bisschen wie jetzt, heutzutage Klimawandel, ja, grüner Wirtschaftswachstum und so weiter. Ob das wirklich alles so richtig ist, wird natürlich die Zukunft zeigen, aber man sollte da sehr hellhörig sein. Das Ganze war also kein Zufall und hat sich einfach so ergeben. Nein, es gab eine geheime Übereinkunft zwischen zwei Parteien, nämlich der Landwirtschaft, stellvertretend natürlich die Landwirtschaftsminister und so weiter, und der Industrie, die ja nun nach dem Krieg auf den Kampfstoffen und den Panzern gesessen hat. Die Vereinbarung sah so aus, dass die Landwirtschaft also schwere Maschinen, Kunstdünger und Pestizide kauft, die Industrie liefert das Ganze und steckt dann weiter schön die Gewinne ein. Die Landwirtschaft macht dadurch zwar Verluste, ihnen wurde aber zugesichert, dass Steuermittel in die Landwirtschaft umgeleitet werden. Und das ist euch sicher als Subvention bekannt. In der sogenannten Ersten Welt hat das natürlich auch funktioniert. Aber in der Dritten Welt, die ja dann keine Industrie hatten, natürlich nicht. Sie mussten alles hochverzinst überteuert importieren und man trieb dadurch die Landwirtschaft in den Drittweltländern in den Ruin. Den Reichtum, den die Dritte Weltländer dann hatten, mal gehabt haben, wurde nun also in die Erste Welt abtransportiert. Man muss sich also eins ganz klar machen. Seit Jahrmillionen Jahren kam die Natur ohne irgendwelche Kunstdünger und Pestizide aus. Auch als wir vor Tausenden von Jahren anfingen, Ackerbau zu betreiben und Pflanzen zu züchten, brauchten wir all diese Dinge nicht. Erst vor einem Wimpernschlag in der Geschichte, also vor rund 170 Jahren und dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das alles über Bord geworfen. Viele Bauern waren ja nicht mehr am Leben und all denjenigen, die jetzt am Wiederaufbau beteiligt waren, versprach man, dass wir den Hunger nur in den Griff bekämen, wenn wir jetzt auf die heutige konventionelle Landwirtschaft mit schweren Maschinen, Kunstdünger und Pestiziden setzten. Das alte Wissen wurde so aus den Köpfen verbannt und es wurde auch nichts anderes mehr an Schulen und Universitäten gelehrt. Schritt für Schritt natürlich. Jetzt stellt sich die Frage, ist es denn wirklich effizienter, dass wir auf das alles umgestellt haben? Nun, ich habe jetzt nicht Zahlen von jedem Land der Welt parat, aber es gibt eine Studie, die ich gelesen habe zur Ertragssteigerung der technologischen Landwirtschaft in Norwegen für die Jahre 1929 bis 1979. Und da lag die Ertragssteigerung bei 46%. Hört sich also erstmal gut an, oder? Die Energiemenge, die es aber dafür benötigte, erhöhte sich um 400 bis 500%. In Wahrheit also ein klares Minusgeschäft. Ein Minusgeschäft für den Bauern, der sich verschulden muss, um die ganzen Geräte, Dünger und Pestizide zu kaufen. Ein Minusgeschäft für den Mutterboden und die Natur, die durch den Einsatz abgetötet wird. Und ein Minusgeschäft für die Bürger, die vergiftete Nahrung zu sich nehmen müssen und dadurch und dann auch noch höhere Steuern
die Subvention an die Landwirte zahlen müssen. Einen Gewinner haben wir natürlich auch, nämlich die Industrie und da vor allem die Chemieindustrie, die ja gleichzeitig Hand in Hand auch mit der Pharmaindustrie zusammenarbeitet. Die Chemieindustrie stellt die giftigen Dünge und Pestizide her, die machen uns dann eventuell krank. Und die Pharmaindustrie, die ja auch nichts anderes als ein Chemieunternehmen ist, verkauft Medikamente, um auftretende Symptome beim Menschen zu unterdrücken. Also eine Win-Win-Situation. Die Böden sind zwei Problemen jetzt ausgesetzt. Einmal der Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden, die die Böden auslaugen und vergiften. Zum anderen der Einsatz der schweren Maschinen und das Pflügen, die den Boden verdichten und die Struktur des Bodens verändern. Dadurch stirbt zum einen das Leben im Boden und zum anderen wird der Boden nicht mehr durchlüftet und er fault quasi. Das könnt ihr gerne mal selbst ausprobieren, wenn ihr mal irgendwo spazieren geht und verschiedene Böden von Landwirten seht. Ein schlechter Boden riecht entweder faul oder nach gar nichts mehr. Und ein guter Boden, der riecht hingegen angenehm und zwar eher pilzartig. Wie ich schon mehrfach gesagt habe, ein guter Boden steckt voller Leben. Man konnte uns dieses Wissen natürlich gut abtrainieren, denn das meiste Leben können wir mit unseren Augen nicht sehen, bis auf die Regenwürmer und ein paar andere größere Tiere wie Asseln zum Beispiel. Viele kleinere Tierchen und Mikroben sind aber unter dem Mikroskop sichtbar. Es ist also ein nachweislicher Fakt, wenn man von toten Böden oder lebendigen Böden spricht. Denn es gibt Labore, die diese Untersuchungen machen. Was nun? Jetzt, wo der Krieg in der Ukraine herrscht, wird auf einmal Panik gemacht, dass die Preise für Erdöl und Düngemittel drastisch steigen, dass wir Lieferengpässe mit Getreide bekommen und so weiter und so natürlich in ein Versorgungsproblem kommen könnten. Na, was für ein Wunder! Das alles ist seit Jahren ja bekannt und es hätte auch keinen Krieg gebraucht, um das herauszufinden, denn wenn man mit endlichen Ressourcen eine Landwirtschaft aufbaut, ist es klar, dass das irgendwann crashen muss. Und es wird crashen. Aber es gibt ja zum Glück viele Menschen, die sich nie mit der konventionellen Methode abgefunden haben und die altes Wissen bewahrt und neue Erkenntnisse erforscht haben. Der Humus, also das Leben im Boden, kann durch verschiedene Methoden wieder hergestellt werden. Und es wird dringend Zeit, dass wir uns darauf wieder alle besinnen. Landwirtschaft darf nämlich kein Geschäft für multinationale Großkonzerne sein, schon gar nicht für die Chemieindustrie. So viel zum Teil 1. Im nächsten Teil werde ich dann auf einen weiteren Fehler in der Landwirtschaft eingehen, nämlich dem hybrid- und gentechnisch veränderten Saatgut. Und ich zeige euch, mit welchen Methoden wir wieder die Böden lebendig machen können und wie man den Boden und die Pflanzen auf natürliche Art ernähren kann. Ja, in der Krise zeigt sich also, wir müssen auch wieder in die Selbstversorgung kommen, wie es unsere Groß- und Urgroßeltern schon gemacht haben. Und wie man das angehen kann, könnt ihr auf unserem Kanal entdecken und es kommen natürlich auch immer wieder neue hilfreiche Videos für euch hinzu, um das wieder zu erlernen. Und ich merke richtig, wie viele, die noch vor 2 Jahren nie etwas mit Gemüse oder Obstanbau zu tun hatten, auf einmal entdecken, dass es doch vielleicht nicht schlecht wäre, damit wieder zu beginnen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie ihr dieses Thema seht. Seid ihr da der gleichen Meinung, ähnlichen Meinung oder seht ihr das völlig anders? Glaubt ihr an einen Kollaps oder denkt ihr, es wird auch in den nächsten Jahren alles so weitergehen und Lebensmittelkrise, ach Quatsch. Schreibt und diskutiert das gerne mit uns in den Kommentaren. Wir werden versuchen, das Ganze dann auch zu beantworten. Abonniert gerne unseren Kanal für die nächsten Teile, für die nächsten Videos. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder bei einem neuen Video der Bioreich-Familie. Bis dahin, macht's gut und ciao.